Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video geht es um die Struktur unseres Wettbewerbsrechts. Wie ist das deutsche Wettbewerbsrecht aufgebaut? Im Wesentlichen können wir sagen, haben wir zwei Regelungskreise. Einmal die Regelung, dass es Wettbewerb gibt. Ja, wir arbeiten zurzeit auf der Grundüberzeugung, auf der Basis der Überzeugung, dass Wettbewerb eine gute Sache ist, weil die Unternehmen immer besser werden müssen, um den Kunden einen besseren Nutzen zu bieten. Da kann man ein Fragezeichen dran machen, wird man vielleicht auch irgendwann, aber im Moment gilt Wettbewerb als sehr positiv. Und das Gesetz, das diesen Wettbewerb erhalten soll, ist das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, das GWB. Manche nennen es auch das Kartellgesetz. Ja, GWB ist der offizielle Ausdruck, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. Da steht im Wesentlichen drin, dass Wettbewerbsabsprachen oder jegliche Absprachen, die den Wettbewerb behindern, verboten sind. Und da steht auch drin, dass man zum Beispiel sehr genau hinschaut, wenn zwei Unternehmen fusionieren, denn das könnte ja auch in Richtung eines Monopols gehen und das wäre dann eben kein Wettbewerb. Also wir haben einmal das GWB, das für Wettbewerb sorgt. Und der zweite Regelungskreis ist der faire Wettbewerb. Der faire Wettbewerb und das Gesetz, das sich im Wesentlichen darum kümmert, ist das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Hier steht drin, dass die Marktpartner zwar im Wettbewerb zueinander stehen, aber bitte im fairen Wettbewerb, dass sie den anderen nicht diskriminieren, nicht schlecht machen, dass sie nicht irreführend werben und, und. Das steht alles im UWG. Ja, und das ist die wesentliche Struktur unseres Wettbewerbsrechts. Hier kann man noch in diesem Bereich ergänzen die Preisangabenverordnung. Das ist eine Vorschrift, die vorschreibt, dass die Preise transparent sein müssen für den Endverbraucher. Das kann man so in Klammern noch erwähnen. Aber das ist die wesentliche Struktur, das GWB, das den Wettbewerb sichert und das UWG, das den fairen Wettbewerb sichert. Ja, vielen Dank. Schauen Sie mal unter spaßlerndenk.de für meine Schnelllernseminare, zum Beispiel zum Betriebswirt IHK oder zum Wirtschaftsfachwirt und unter spaßlerndenk-shop.de für meine Lernhilfen.